herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge bei Lebenskraft TV. Unser heutiges Thema widmet sich der Krankheit Alzheimer. Ca. 1,3 Millionen Menschen in Deutschland sind von dieser Krankheit betroffen. Und gerade bei dieser Krankheit werden den Menschen das Wichtigste genommen, was es eigentlich im Leben gibt, nämlich dessen Erinnerung. Und der Fokus titelt im Februar Leben mit Alzheimer, Früherkennung und was eigentlich wichtig ist. Und was ein bisschen dabei zu vermissen lässt, ist, was kann ich eigentlich dagegen machen und gibt es überhaupt eine Lösung gegen Alzheimer? Das alles soll Thema unserer heutigen Gesprächsrunde sein. Lieber Oliver, du hast dich ja nun auch sehr intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Schon länger im Bereich der Gesundheit natürlich unterwegs und man kommt an diesem wichtigen Thema natürlich nicht vorbei. Und wir wollen heute mal ein bisschen aufdröseln. Wie entsteht überhaupt Alzheimer? Was kann ich dagegen machen? Und haben vielleicht dann am Schluss der Sendung ein bisschen Zeit, auch mal über Lösungen zu sprechen. Also in dieser Krankheitsgruppe gibt es ja verschiedene Begriffe. Im Endeffekt ist es nichts anderes wie eine durch Eiweißeinlagerungen im Gehirn. Praktisch werden die Übertragungsimpulse der Nerven finden nicht mehr so richtig statt. Mhm. Und man spricht praktisch von Eiweißeinlagerungen. Ich sage mal, ich denke, dass es nicht nur Eiweiß ist, sondern es sind auch Aluminiumverbindungen, also praktisch Schwermetalleinlagerungen, die sich im Gehirn einlagern. Und wenn man sich einfach mal die Zahlen einfach mal betrachtet, wie die Häufigkeit nach oben geht, ja, von den Erkrankungen. Es wird inzwischen so eine richtige Werbekampagne gemacht damit, so wie zum Beispiel diesen aktuellen Kinofilm Honig im Kopf. Ja, mit Dieter Hallervorden. Und da wird einfach den Leuten klar gemacht, wie toll die Krankheit ist, wie toll man damit umgehen kann und, und. Das heißt, nach dem Motto, akzeptiere es, weil du bekommst es früher oder später so oder so. Mhm. Wenn ich es genau betrachte, ja, bekommt nahezu jeder. Im Alter natürlich. Ja. Manche, habe ich auch schon gehört, die erkranken schon relativ früh daran. Mit natürlich ein Thema, die ganzen Impfstoffe, da wird ja jede Menge praktisch an Schwermetallen mit beigefügt. Und es ist ein gewisses Titanoxid, was man in Lebensmitteln, in Kosmetikas und so weiter, in vielen, vielen Produkten findet. Mhm. Und Titanoxid ist in diesem Sinne kein Aluminium. Nur wird das praktisch mit Aluminiumoxid wieder ummantelt, dass es wieder nicht oxidieren kann. Mhm. Und vor allem eine Geschichte möchte ich mir nicht nehmen lassen hier an dieser Stelle, dieses Thema Sonnencremes. Ja? Es gibt ja verschiedene Sonnencremes, wo ein gewisser Faktor mit draufsteht. Hier haben wir jetzt halt Faktor 50 als Sonnenschutz. Und da sollte man sich einfach mal die Frage stellen, woher kommt denn eigentlich so ein Sonnenschutzfaktor? Ja, was passiert da? Wie kann ich das differenzieren? Wie viel Sonne absorbiert wird oder reflektiert wird in diesem Sinne? Ja? Und wenn man mal hinten das Inhaltsverzeichnis mal genauer anschaut, dann steht hier Titanumdioxid und in Klammern Nano. Warum? Weil dieses Titanoxid praktisch wird mit dem Aluminium ummantelt und das ist in Nanogröße, also es sind 60 bis 100 Nanometer angeblich. Ja. Mhm. Und da ist es ja so, man schmiert es auf die Haut auf und wenn man sich vorstellt, es sind lauter kleine Nanoschwermetallpartikel, die auf der Haut drauf sind, wo die Sonne wieder reflektiert wird, dass man keinen Sonnenbrand bekommt. Vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit mal erwähnen, also ein Nano ist ein Millionstel Teil eines Millimeters. Richtig. Also damit man sich mal eine Vorstellung von Größenordnung macht. Ganz, ganz kleine Partikel sind das. Ja? So, und die ziehen ja teilweise auch in die Haut ein. Und jetzt schmiert man eigentlich das auf die Haut, um Hautkrebs auch zu vermeiden. Es wird uns praktisch in der Werbung wird das halt so dargelegt. Mhm. Nur stelle ich mal die andere Frage. Was passiert, wenn ich Schwermetalle ständig auf die Haut auftrage? Ja. Ja? Das lagert sich doch ein. Ja. Allein schon mal Haut. Vielleicht kommt jetzt die ganze Hautkrebsthematik von Sonnencremes. Stelle ich mal dahin. Ja, kann sich jeder sein eigenes Bild darüber machen. Ja? Ich möchte nicht behaupten, dass da irgendwas wäre. Aber wäre natürlich ein Gedankenansatz. Ja. Machen wir zumindest mal ein großes Fragezeichen dahinter. Ich habe im Internet vor dieser Sendung sehr stark recherchiert. Es wird immer behauptet, dass es unschädlich ist, ja, auch in den verschiedenen Lebensmitteln, da kommen wir noch drauf.
Und wenn man dann ganz in die Tiefe gräbt, dann findet man doch verschiedene Aussagen wieder. Ja, dass doch da irgendwie so Bedenklichkeiten da sind und so weiter. Und hier wird zum Beispiel mit Sonnencreme, ja, egal welche Kindersonnencreme ich nehme, die haben halt natürlich einen sehr hohen Schutzfaktor. Auch die normalen Sonnencremes ist halt immer dieses Aluminium auch wieder mit drinnen. Und das geht natürlich in die Haut rein, in die Blutumlaufbahn, irgendwann landet es im Gehirn. Mhm. Und von Natur aus haben wir eigentlich einen Mechanismus, dass es nicht im Gehirn landet. Ja? Nur aufgrund unserer ganzen Funkstrahlung, die wir haben, die ganze HF-Strahlung, Mobilfunk, WLAN, Tech-Telefone und was alles da dazugehört, spricht man davon, dass diese Blut-Hirn-Schranke damit außer Kraft gesetzt wird. Ja. Und wir haben damals mit unseren Carbon-Frequenzträgern, wo wir für Handys und sonstigen Geräten zum Entstören verwenden, haben wir Messungen gemacht in Bad Reichenhall beim Heilpraktiker. Da war es ja so, dass wir verschiedene Tests gemacht haben mit und ohne Chip und so weiter. Und jeder, wo das mal gesehen hat, wie extrem das Lymphsystem durch Elektrosmog innerhalb kürzester Zeit belastet wird, jeder Mediziner würde sagen, ja, die und die Regionen sind komplett pathogen belastet. Ja. Innerhalb von ein paar Minuten. Ja, der Körper, der läuft richtig auf Notstrom. Man kennt das auch von Mikrowellenessen. Dort ist es genau das Gleiche, dass dann im Prinzip durch die Bestrahlung eben halt den Stoffen möglich gemacht wird, einfach diese Blut-Hirn-Schranke auch zu überwinden. Ja. Richtig, ja. Und so kommen ja letzten Endes auch Stoffe in den Körper rein, viel schlimmer dann natürlich auch ins Gehirn, die da überhaupt nichts zu suchen haben. Und dadurch entstehen, also wenn ich dich richtig verstanden habe, natürlich diverse Krankheiten. Wir bleiben heute mal bei dem Thema jetzt Alzheimer. Weil darum geht es, wie entsteht das? Diese Ablagerungen müssen ja irgendwo herkommen. Wie kommen die jetzt also da rein? Und vor allen Dingen, welche sind es genau? Und wie kann ich das verhindern? Vielleicht, wenn wir noch mal ganz kurz zurückgehen. Es gibt ja in diesem Thema Alzheimer gibt es ja verschiedene Begrifflichkeiten, die man verwendet. Ja? Zum einen ist es Alzheimer, zum anderen Demenz. Dann gibt es dieses ALS, das ist auch eine Nervenerkrankung in dem Sinne. Und viele haben es vielleicht gesehen, es kam im Internet, gab es jede Menge Rundmails mit diesem Kübel mit Eiswürfel, ja, um sich über den Kopf drüber gestülpt hat und so weiter. Das war eigentlich eine Werbekampagne für Spendengelder für ALS. Ja. Da macht man eine riesen Kampagne, jeder macht da freudig mit und so weiter, kennt die Hintergründe gar nicht. Das heißt, warum sammle ich Spendengelder für so etwas? Wenn man eigentlich weiß, wo es herkommt, man kann es vermeiden. Mhm. Ja? Genauso hier im Fokus in der Zeitschrift stand drinnen, dass diese Krankheit eigentlich nicht heilbar ist. Mhm. Ganz klipp und klar, klare Aussage, die Krankheit ist nicht heilbar. Wird behauptet zumindest. Genau. Ich lasse es mal dahingestellt. Ja? Es wird zumindest mal suggeriert, ich meine, der Titel sagt das, ne, Leben mit Alzheimer, ich meine, das könnte treffender ja gar nicht sein. Ja. Ein Beispiel, es gibt ja immer Ursache und Wirkung. Mhm. Das heißt, einfach so, nur wenn man alt ist, kommt ja sowas nicht. Ja, es gibt ja viele Leute, die sind 100 Jahre alt und sind fit in der Birne. Also ja, 35-Jährige, die mittlerweile an Alterskrankheiten leiden. Und das ist ja genau, wo ich jetzt einmal auch mal drauf möchte. Es scheint ja so offensichtlich sich in den Laufen der letzten 20 bis 25 Jahren einige Dinge ja geändert zu haben. Weil sonst wäre das ja gar nicht möglich, dass Alterskrankheiten mittlerweile, wie gesagt, teilweise 35, 40-Jährige treffen. Also es muss doch an irgendeinem Stoff liegen, der entweder im Körper zugeführt wird, über Nahrung, Trinkwasser oder was auch immer. Ja. Es muss ja da einen Zusammenhang geben. Gehen wir vielleicht mal auf das eine Thema rein, was immer beschrieben wird. Und zwar sind es gewisse senilen Plaques, ja, wo das Signal zwischen den Nervenzellen stört. Mhm. Man spricht dann von einem giftigen Eiweiß, also Plaque-Einlagerung im Gehirn. Mhm. Jetzt gehen wir mal einfach mal zurück zum Thema Eiweiß. Eigentlich ist der menschliche Körper ja für tierisches Eiweiß nicht geschaffen. Aber unsere Gesellschaft, unsere normalen Ernährung sind natürlich immer tierische Eiweiße mit dabei. Mhm. Jetzt haben wir dieses Problem, diese Massentierhaltung, ja, wo durch minderwertiges Futter, durch Stress, durch die Tiere und so weiter, die Tiere eigentlich im Endeffekt alle krank sind. Dann werden die zugeimpft, dann habe ich ja wieder zusätzlich im Fleisch und so weiter, habe ich ja noch einmal die ganzen Aluminiumpartikel wieder, die man isst. Mhm. Und dann hat man sie wieder im Gehirn drin oder im Blutumlaufbahn, im Gewebe, wie auch immer. Und man kann einfach mal davon ausgehen, dass dieses Eiweiß, dieses tierische Eiweiß, was wir heute zu uns nehmen,
nicht mehr diese hohe Qualität hat, wie ja. vor vielen, vielen Jahren, ja, wo man sein Fleisch beim Bauern geholt hat oder wie auch immer. Ja. Das heißt, die Qualität der Lebensmittel sinkt. Es werden überall billige Eiweiße, billige Fette verwendet und so weiter. Umso billiger, umso höher dieser Gewinn. Ja. Und das geht halt verschiedene Verbindungen ein. Und eine Substanz alleine macht ja nichts. Es ist immer diese Vielzahl vieler Substanzen, wo dann eine gewisse Wirkung hat. Also zum einen spricht man von Plaqueinlagerungen. Ja? Das ist mal das eine, wo man praktisch die Nervenzellen blockiert in diesem Sinne. Und die zweite Sache, wo ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist diese Aluminiumgeschichte. Ja. Und jetzt müssen wir einfach mal zurückgehen. Sonnencreme haben wir es schon vorhin mal erwähnt. Aber Sonnencreme alleine, ich schmier mich ja nur im Sommer mal ein. Mal angenommen. Ja. Genau. Okay, wo ist denn das noch alles drin? Wenn man jetzt einfach mal hergeht und diese ganzen Deo-Geschichten hernimmt, wenn man es einfach mal in sein Bad reinschaut, da einfach mal hinten Inhaltsverzeichnis. Ja? Hier sind auch Aluminium. Schauen wir mal ganz kurz, wie das heißt. Aluminiumchlorohydrate. Was auch immer das sein mag, auf jeden Fall Aluminium ist mit drin, ist eigentlich irgendeine Aluminiumverbindung. Das mal zu diesen ganzen Deo-Geschichten. Ja? Dann können wir noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar auch was ganz was Schönes. Es gibt inzwischen Rasierklingen. Die Rasierklingen, die haben oben so einen leichten Schaumstoffstreifen drinnen, wo man sagt, ja, da ist feucht, man hat eine gewisse Feuchtigkeit und so weiter. Ja? So, da haben wir auch wieder drin gefunden, dass da auch wieder Nano-Aluminiumpartikel mit drin sind. Ja. Also auch wieder dieses Titanoxid wieder ummantelt und so weiter. Und das gibt dann dass die Klinge praktisch besser gleitet beim Rasieren. Und es ist hier Folgendes. Mit der Klinge tue ich ja leicht die Haut verletzen. Und dann kann natürlich dieses ganze Titanoxid wieder stärker in die Haut eindringen. Ja. Also habe ich das hier in den Rasierklingen auch schon drin. Man spricht dann immer vom Fortschritt. Nur ich stelle mir einfach mal die Frage, was sich die ganzen Hersteller dieser Produkte dabei denken. Wahrscheinlich machen sie das absichtlich. Ich weiß zum Beispiel von meinem Onkel, der in der Verpackungsindustrie arbeitet, der hat damals in den 80er Jahren mir erzählt, man hat herausgefunden, dass die Joghurtdeckel, oben diese Aluminiumdeckel, aluminiumverseucht sind. Das heißt, die Leute haben alle den Deckel abgeschleckt, weil das ist der gute Joghurt ja drauf. Mhm. Und es war praktisch dieser Joghurt an dieser Oberfläche mit Aluminium verseucht. Jetzt ist man in der Verpackungsindustrie hergegangen und hat heimlich dieses Aluminium Kunststoff beschichtet. Ja? Dass man praktisch dieses Aluminium nicht mehr direkt aufgenommen wird. Ja. Also in den 80er Jahren wusste man es schon in der Verpackungsindustrie, dass Aluminium Alzheimer verursacht. So, das sind jetzt 30 Jahre oder über 30 Jahre schon. Ja? So, ganz neu auf dem Markt, diese Rasierklingen. Ja? Mhm. Dann geht es ja weiter. Da gibt es dann ganz schöne Verpackungen. Das macht man ein bisschen grün, schreibt dann Natural drauf und so weiter. Das sind dann auch wieder mit diese sichtbare Bänder und so weiter. Das sind diese Bänder, wo die drauf tun, dass es besser gleitet als Beispiel. Mhm. Ja? Man kennt es auch aus der Impfthematik. Dort gibt es ja mittlerweile diese kombinierten Impfstoffe, die massiv mit Aluminium versehen sind. Wir wissen es natürlich auch aus der Chemtrail-Thematik, was von oben runter regnet, auch wieder Aluminium belastet. Und man muss sich ja mal die Frage stellen, klar, Mineralien an sich sind schon gut für den Körper, aber in den Dosen, in denen wir das mittlerweile aufnehmen, auf der einen Seite werden unsere Nahrungsmittel immer, immer schlechter. Wir müssten an Gemüse schon das Zehnfache eigentlich heute essen, um überhaupt die Nährstoffe, Vitamine und so weiter überhaupt noch in den ausreichenden Mengen zu haben. Aber Obst und Gemüse kannst du nicht mehr essen, dann fängt der Mund an zu schäumen. Ja. Ja? Das sind wieder diese ganzen Pestizide und Tenside, die drin sind. Ja. Und im Endeffekt, ich kann jeden messen, der gesund lebt, ja. Weil er eine extreme Belastung hat an Herbiziden und Pestiziden. Ja. Das kann man messen im Körper. Ja. Wir können also generell mal festlegen, einer der Ursachen für Alzheimer, die Wahrscheinlichkeit, dass, wie gesagt, Aluminium auf jeden Fall oder dessen Derivate auf jeden Fall eine hohe Rolle spielen, ist mit Sicherheit, die Korrelation ist einfach da. Ja, und da müssen wir einfach drüber reden, was suchen diese Stoffe in den Produkten und wie aufnahmefähig ist überhaupt der Körper, bis er einfach mal irgendwann kollabiert. Richtig, ja. Wenn ich vielleicht noch beim nächsten Thema weitermachen darf, Thema Gewürze.
Ich habe jetzt halt hier eine klare Gemüsebrühe, also eine Hühnerbrühe. Hier steht auch irgendwo was hinten drauf, habe ich mal gesehen. Und zwar folgendermaßen wird, wo haben wir es? Genau, hier haben wir es. Trennmittel Siliziumdioxid. Ja? Das heißt, es gibt eine ganze Palette von verschiedenen Trennmitteln. Die werden alle irgendwelche, mit irgendwelchen Schwermetallen wieder isoliert. Das finde ich in allen Gewürzen. Mhm. Teilweise auch in diesen diversen Jodsalzgeschichten oder dieses Kochsalz, was man von Grund auf sowieso nicht verwenden soll, was eh totales Gift ist. Ja. Und da gibt es verschiedene Trennmittel. So, und dann schaue ich mal ganz kurz auf die Trennmittel. Da habe ich nämlich mir was ausgedruckt. Genau. Und zwar habe ich das im Internet drin gefunden. Trennmittel gesundheitlich unbedenklich? Fragezeichen. Ja? Da wird darüber gesprochen, dass die Trennmittel nicht gesundheitsschädlich sind. Und diese Trennmittel sind mit E-Nummern versehen. Mhm. Ja, also so wie man es halt kennt. Also hier steht praktisch über künstliche Trennmittel, die als Rieselhilfe in Salz verwendet werden, stehen im Verdacht, sich in den Nieren anzureichern. Das heißt, in jedem Gewürz, in jedem Salz wird als Trennmittel beigegeben, dass dieses Pulver nicht verklumpt, dass es schön rieselfähig bleibt. Ja, ja. Früher ist man hergegangen, hat eher Reiskörner reingemacht, hat denselben Effekt. Das den ist gleichen natürlich, Effekt, ja. Genau. Heute macht man irgendwie das Ganze auf chemische Art und Weise. Mhm. Wahrscheinlich verkauft es sich dann besser, keine Ahnung. Das heißt, es reichert sich in den Nieren an. Jetzt sind wir bei dem nächsten Thema. Wie viele Dialysepatienten und Nierenkranke haben wir? Organspende. Machen wir wieder weiter. Ja? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt das zu Ende denke, ist ein riesen Geschäftsfeld. Ich schädige Leute systematisch. Früher oder später muss jeder dran glauben, kriegt das Spenderorgan, hängt an der Dialyse. Mhm. Ja, das Gehirn ist zu, kann nicht mehr klar denken, mhm, oder hat irgendwelche feinmotorische Störungen. Ja. Ja. Da gibt es dann noch andere, so diese gewissen Tremorabwandlungen, wo man feinmotorische Störungen hat und so weiter. Da gibt es ja dann wieder jede Menge. Ja. Und es steht auch hier noch drin, dass es allergische Reaktionen auslösen kann. Ja. Und es steht auch drinnen, das enthaltene Aluminium steht im Verdacht, Alzheimer auszulösen. Das findet man nur, wenn man ein bisschen im Internet tiefer gräbt. Ja. Da gibt es dann solche Aussagen dazu. Ja? Und hier einige Aluminiumsilikate E554 und E555 können bei häufigem Verzehr zur Anreicherung von Aluminium im Körper führen. So, steht das wieder ganz klar drinnen. Ja? Wenn man viel Gewürze benutzt und so weiter, kann sich das Ganze wieder im Körper einreichern. Ja? Trennmittel sind in vielen verarbeiteten Lebensmitteln enthalten. Bei einem maßvollen Verzehr ist die Wahrscheinlichkeit von Überreaktionen im Allgemeinen als gering einzustufen. Mhm. Also heißt ganz einfach, man soll sparsam damit umgehen, weil sonst hat man ein Problem damit. Ja? Und ich aber hier nochmal wichtig, weil du hattest das vorhin auch angesprochen, es ist ja, was oft nicht erforscht ist, sind die Wechselwirkungen. Das heißt, ich habe zwar in jedem oder in vielen Produkten das Aluminium mittlerweile drin, in welchen Mengen wissen man in der Regel auch nicht. Und dazu kommt dann die Wechselwirkung natürlich noch mit anderen Stoffen im Körper, Langzeitwirkungen, die ja überhaupt gar nicht in irgendwelchen Studien auftauchen. Und da ist ja, wie gesagt, genau das Problem, wie kann es sein, dass mittlerweile junge Menschen schon Alzheimer-Erscheinungen bekommen oder überhaupt Alterserkrankungen haben können. Das kann eigentlich nicht sein. Früher war das mit 70, 75 aufwärts. Heute haben wir die Hälfte schon erreicht. Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Neugeborenes kommt auf die Welt, bekommt als erstes Mehrfachimpfungen. Früher hat man vielleicht nur eine Impfung gemacht, jetzt kriegt man ganze Kombi-Impfungen. 13 Stück im ersten halben Jahr, ja, glaube ich, waren es. Und die sind alle mit Schwermetallen durch und durch verseucht. Mhm. Ja? Das ganze Immunsystem vom menschlichen Körper, vom jungen Körper, der sich eigentlich erst entwickelt, wird komplett zerstört. Mhm. Das heißt, er ist anfällig für Allergien, er ist anfällig für sämtliche Krankheiten, weil man damit das Immunsystem komplett auf Null runterfährt. Die ganzen Regelmechanismen funktionieren im Körper nicht. Ja. Wenn ich jetzt den Vergleich mache zwischen einem Kind, das keine Impfstoffe erhalten hat, ja, und einem Kind, das alle Schutzimpfungen bekommen hat, und dann tue ich einfach mal den Verlauf anschauen, wie oft ist denn dieses Kind erkältet? Mhm. Ja?
wie oft hat das Kind irgendwelche Krankheiten, was auch immer, ja? Wie stark ist der Verlauf von einer Krankheit? Dann sind zwischen diesen zwei Kindern ist ein Riesenunterschied. Ja? Das, was nicht geimpft wurde, ist nahezu nie krank. Ja. Das, was geimpft wurde, ist ständig krank. Und ich rede jetzt auch mal von meiner Person. Ich habe das damals, war ich wahrscheinlich eines der ersten Kinder, der das bekommen hat, komplette Impfpalette rauf, runter, durch. Im Alter von 4, 5 Jahren habe ich Heuschnupfen bekommen. Ja, und ich war natürlich ständig dauerkrank. Ständig Schnupfen, ständig erkältet, das war Standard. Und ich weiß noch damals, wo ich in die Schule dann gekommen bin, dann haben mich die ganzen Mitschüler gefragt, was ich denn habe. Hm. Dann habe ich gesagt, ich habe Heuschnupfen. Dann haben sie mich angeschaut und gesagt, was ist denn das? Ja. Ja? So, heute einfach mal jemanden mal draußen fragen, weißt du, was Heuschnupfen ist? Dann wird jeder sagen, ja klar, weiß ich das. Hm. Damals wusste man es nicht. Das heißt, die Häufigkeit, dass man eine Allergie bekommt, ist inzwischen ganz, ganz normal. Es gehört dazu. Überhaupt die Zunahme eigentlich aller Krankheiten, wenn man mal eine Umfrage macht heute, die meisten Menschen haben tatsächlich Angst, alt zu werden, aber nicht jetzt wegen des Alters, sondern im Grunde, welche Krankheiten auf sie warten. Und hier muss man ja schon mal, das gehört ja mal vernünftig hinterfragt. Wie kann denn das sein, dass eine Gesellschaft, die sich modern hält, die sagt, wir geben alles, wir geben Milliarden aus für Thema Gesundheit und dennoch hat jeder im Prinzip Angst davor, alt zu werden, und weil einmal solche Krankheiten auf einen warten. Ja? Das muss doch immer hinterfragt werden. Das kann doch nicht normal sein. Ja, normal ist es nicht. Ja. Aber letztendlich ist es ja, wie gesagt, ich gebe einfach die Empfehlung, einfach für unsere Zuschauer einfach mal im Internet recherchieren. Da findet man jede Menge Geschichten darüber. Mhm. Ich habe einige Sachen ausgedruckt. Eine Sache zum Beispiel, das möchte ich unbedingt mal loswerden. Es gibt ein Titanoxid, das nennt sich E171. Ja? Und hier ist es zum Beispiel Funktion und Eigenschaften. Weiße Farbe für Oberflächen und als Weißmacher in Zahnpasta. Also werden diese Sachen auch wieder in die Zahnpasta mitgegeben. Ja. Ich putze die Zähne 3 Minuten, ja, oder es wird uns so vorgegeben, 3 Minuten putzen. Und ich kann am schnellsten Schwermetall aufnehmen über die Mundschleimhaut. Ja. Das heißt, es geht in einer Sekunde habe ich das hier drinnen. Ja. Da kann ich das komplett aufnehmen, die Schwermetalle, beim Zähneputzen. Man denkt, man tut was Gutes. Mhm. Hat aber in Zahnpasta so viel Müll drinnen. Das ist auch wieder ein Nährboden, 3-mal am Tag am besten und so weiter. Das heißt, regelmäßig immer schön Aluminium zuführen, ja, oder sonstige Schwermetalle. Da steht noch mit dabei, Einschränkungen. Keine. E171 kann auch von Vegetariern, Veganern und allen religiösen Gruppen konsumiert werden. Mhm. Da stelle ich dann einfach mal die Frage, wer sowas schreibt, was heißt denn das, Dummheit für die Welt oder was soll das Ganze? Ja. Ja? Da könnte ich ewig noch weitermachen. Ich habe viele, viele solche Aussagen gefunden. Wie gesagt, einfach mal reingucken, was man so alles findet im Internet darüber. Ja? Ja, es drängt sich schon irgendwo die Frage auf. Zum einen werden wir von frühester Kindheit mittlerweile an mit solchen Produkten versorgt. Also auch mit reichlich Aluminium versorgt. Auf der anderen Seite entstehen immer mehr Pflegekrankenhäuser, private Kliniken, die natürlich auch da den Menschen sicherlich mit Therapien helfen möchten. Aber natürlich darf man nicht vergessen, es geht hier ums Geld verdienen. Es ist ein sehr lukratives Geschäft. Also auf der einen Seite werden die Menschen krank gemacht, ganz bewusst. Und auf der anderen Seite dann natürlich noch so lange wie möglich am Leben erhalten. Es wird über Lösungen, ja, wie ich das verhindern kann, überhaupt nicht gesprochen. Und da möchte ich jetzt einfach auch mal ansetzen. Lass uns die zwei Fragen bitte klären. Was kann ich als allererstes machen, wenn ich es habe? Und dann lass uns mal klären, wie kann ich es vermeiden, dass ich es überhaupt bekomme? Also von der Allgemeinheit, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Zeitschrift Focus nehme, ja, ein paar so Markierer hier mit reingetan, die sagen im Endeffekt, es ist nichts machbar. Man muss sich auf die Krankheit vorbereiten. Ja. Hier steht dann drinnen, Leben mit Alzheimer. Ja, also das heißt praktisch, ich soll damit leben. Dann sind die Phasen der Alzheimer-Erkrankung hier drinnen erklärt. Ja? Die Erstsymptome, dann die Diagnose, Verlust der Selbstständigkeit, Verhaltensauffälligkeiten, Heimeinweisung, natürlich auch wieder ein riesen Geschäftszweig, komplette Pflegebedürftigkeit. Also gehe ich mal auf die letzten zwei Punkte drauf ein. Ich habe auch schon mal mit jemandem gesprochen, das ist ein Altersheimbetreiber. Ich habe mir einfach mal bewiesen, was man so alles machen kann, um einfach körperlich vieles, vieles zu verändern. Und habe auch nahegelegt,
ich würde gerne mal eine alternatives Heim oder wie auch immer einfach mal aufbauen, wo es nicht darum geht, die Leute da über Jahre, bis sie sterben, zu betreuen. Ja, sag ich, das will ich nicht, sondern ich will die kurze Zeit da haben, die schicke ich wieder nach Hause, dass sie wieder selbstständig sein können, ohne dass sie pflegebedürftig sind. Mhm. Ja. Das Komische daran, dass alle Betreiber, die ich bis jetzt so kennengelernt habe oder wenn ich so mitbekomme und meine Ideen äußere, die haben alle kein Interesse daran. Mhm. Ja, weil von der Kasse wird das finanziert. Ja. Und es hat sich irgendwie schon so eingebürgert, hey, es ist so, akzeptier es doch einfach. Ja. Ja? Und wenn ich hier diese ganze Geschichte anschaue, was hier in diesem Magazin erklärt ist, ja, fatale Kettenreaktion im Gehirn. Bei Alzheimer lagern sich giftige Eiweißstoffe im Gehirn ab. Sie zerstören die Kommunikation zwischen den Nervenzellen. Jetzt steht hier ganz klipp und klar drinnen, ja, mit so einer schönen Grafik, wie das Ganze funktioniert. Die erkrankte Gehirnzelle, Proteinklumpen, ja, die falsche Form und so weiter. Das heißt, da wird drüber gesprochen, über die Einlagerung. Aber ich habe hier, was ich total vermisst habe, wo kommen die Einlagerungen denn her? Mhm. Ja, was tue ich falsches Essen, dass es überhaupt hier kommt? Ja? Dann haben sie ganz schöne Bilder dann mit dazu getan. Ja? So ein schönes Bild, wo die Leute ganz freudig, ja, denjenigen, der erkrankt ist, im Rollstuhl und so super und so toll ist er das, weil er so schön umsorgt wird und gepflegt wird. Ja? Also wenn das Sinn des Lebens ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann hier vom Gehirn, das ist auch ganz, ganz schön gemacht. Ja? Eine schöne Abbildung, ja, der Weg zur langen Diagnose. Da sieht man einfach mal, das Gehirn, es arbeitet nicht mehr, es wird nicht mehr durchblutet. Ja? Und wenn ich jetzt einfach mal noch mal ganz kurz reingehen kann, bevor ich die Lösungen bringe zu diesem Thema. Mhm. Ich war vorhin mal stehen geblieben bei dem Thema Blut-Hirn-Schranke. Jeder benutzt das, ja? Diese Handys hier. Und deshalb gibt es auch Messgeräte dafür, wo ich einfach mal diese ganze Strahlung messen kann. Und grundsätzlich empfehle ich immer, Handy so wenig wie möglich zu benutzen und so kurz wie nur irgendwie möglich und keine langen Gespräche darüber zu führen. Und mit Freisprecheinrichtung, wenn es denn sich eben einrichten lässt. Wobei das meiste dann auch wieder über Bluetooth und sonstiges dann wieder läuft. Mhm. Ist auch wieder eine andere Form, die nicht unbedingt so gut ist. Und okay. Also kabelgebunden. Kabelgebunden ist die beste Variante. Schönes Festnetz, schön altmodisch, das ist das Beste, was wir machen können. Ja. Ja? Und auch die Tech-Telefone, wenn man die reintut in die Station, heißt nicht, dass sie abgeschaltet sind. Die senden permanent, ja. Richtig, richtig stark sogar. Sind teilweise noch schlimmer wie die Handys. Wissen viele nicht, die denken, wenn es aus ist oder drin steht, dann ist alles gut. Nein, es gibt bestimmte Telefone, die das nur machen. Da muss man drauf schauen, auf was draufsteht, wie das Gerät funktioniert oder einen Fachberater fragen, dass man strahlungsreduziertes haben möchte. Ja. Diese Sachen gibt es. Die gibt es ja auch, genau. So, jetzt kann ich natürlich, manche haben einen Sendemast in der Nähe oder die Sendemasten sind inzwischen sehr gut versteckt, getarnt, ja, dass es die Bevölkerung sich nicht darüber aufregt. Und jetzt kann ich praktisch mit so einem HF-Messgerät kann ich das Ganze messen. So, ich habe hier eine Antenne, damit kann ich Störquellen anpeilen. Das heißt, wenn ich hier durchgehe, dann würde das irgendwann anfangen zu piepsen. Mhm. Hier ist alles sauber soweit, daher finden wir nahezu nichts. Ja, das sind die Werte, die sind total minimal. Wenn ich jetzt aber hergehe, und einen ganz kurzen Anruf tätige, ich habe noch gar nicht zu melden begonnen. Ja? Ich suche jetzt nur die Nummer raus. Ich bediene das Display und das Ding funkt schon. So, jetzt gehe ich mal drauf und mache einen tätigen Anruf. Ja? Ja? Also steht da nur noch ein Zahl vorne dran, das heißt über den Messwert drüber hinaus. Ja? So, machen wir das Ganze hier wieder aus. Da gab es auch ein herrliches Video bei YouTube zu finden, wo ein Russe seinem Kind gezeigt hat, wie gefährlich ein Handy sein kann oder Smartphones sein können. Und im Prinzip das Handy genommen, auch das gleiche wie du gerade, jemanden angerufen. Und neben diesem Handy war ein magnetisches Pulver einfach nur aufgeschüttet. Ja, und genau, da konnte man richtig sehen, wie die elektromagnetischen Wellen sich wirklich damit kann man es sichtbar machen. Ja. Haben wir zwar noch nie ausprobiert, aber ich kenne dieses Video auch.
Genau. Ja, so, das eine ist mal die HF-Strahlung. Hier gibt es aber dann weitere Ausführungen, das hat eine andere Antenne. Das ist eigentlich dann speziell für Airport-Radar. Mhm. Das heißt, in der Nähe von Flughäfen oder ähnlichen Einrichtungen gibt es natürlich diesen Radar. Es gibt dann teilweise irgendwelche Radiosender oder sonst irgendwelche Sachen, die auf einer anderen Frequenz senden. Mhm. Ja? Mhm. Also Funk, sonstige Sachen, da brauche ich praktisch ein anderes Spektrum. Und daher hat das Ganze auch eine andere Antenne. Wobei es auch für die HF-Messgeräte dann so eine speziellen Antenne noch einmal gibt, wo ich praktisch das unmittelbare Umfeld, wo ich mich gerade befinde, messen kann. Mhm. Das eine ist zum Anpeilen, wo ist die Störquelle, das ist dann wieder zu messen, was habe ich jetzt hier direkt vor Ort. Mhm. Ja. Und das ist aus diesem Grund wichtig, weil, wie schon erwähnt, diese Blut-Hirn-Schranke, ja, die macht auf. Und das ganze Eiweiß oder dieses minderwertige Eiweiß kann ins Gehirn, die Schwermetalle können ins Gehirn und so geht es dahin. Ja. Mal ganz abgesehen von natürlich, dass die Strahlung auch unmittelbar nicht nur für die Blut-Hirn-Schranke schlechte Auswirkungen hat, sondern generell. Auch wir haben im Kopf Partikel, die magnetisch sich sofort ausrichten können. Und in dem Moment, wo eine elektromagnetische Störquelle kommt, richten sie sich eben nicht mehr am natürlichen Feld aus, sondern natürlich dann dementsprechend an dem Gerät oder was auch immer. Ja, also auch vollkommen unnatürlich eigentlich. Der Körper funktioniert im Millivolt-Bereich mit Strom. Mhm. Und wenn ich natürlich irgendwelche Spannungen am Körper anlege und so weiter, habe ich natürlich eine gewisse Veränderung wieder im Körper. Ja. Jetzt würde es halt hier in diesem Video vielleicht den Rahmen sprengen, das machen wir im anderen Video, wo ich das zeige, wie diese ganze Körperspannung funktioniert, wie das funktioniert mit der Erdung, wie sich dann die Körperspannung verändert und, und. Das ist nochmal eine separate Geschichte dann. Das heißt, jede Spannung, Funk, was auch immer, dieses ganze riesen Umfeld, wo wir einfach ausgesetzt sind, wirkt auf den Körper ein. Man kann dann auch nochmal hergehen und die elektromagnetischen Felder messen. Das ist praktisch ein großes baubiologisches Messgerät, wo ich halt die verschiedenen Achsen und so weiter messen kann. Da kann man sehr ausführliche Messungen machen in allen möglichen Bereichen. Das heißt, Schlafplatz-Thematik. Mhm. Wenn ich jetzt meinen Schlafplatz habe, dann ist es eigentlich immer so ausgerichtet, dass das Bett direkt an der Wand steht. Ja. Das heißt, Kopfende ist an der Wand. Und jetzt hat man teilweise in relativ älteren Häusern, hat man damals die Leitungen nicht so optimal verlegt, wie man es heute tun würde. Das ist oft ein feuchtes Mauerwerk. Mhm. Jetzt habe ich ein riesen Ankopplungsfeld. Mhm. Ja. Und jetzt liege ich praktisch in diesem elektromagnetischen Feld mit meinem Kopf drinnen. Und das geht teilweise über diesen biologischen Grenzwerten komplett drüber hinaus. Ja. Ja. Auch wieder ein Thema, jetzt schwäche ich meine Kopfgegend über Nacht. So, jetzt habe ich natürlich dann auch wieder das nächste, tagsüber telefoniere ich schon mit dem Handy, abends lege ich im Bett. Ja, vielleicht habe ich einen Sendemast noch ein bisschen weiter oder Nachbar drüben hat ein Tech-Telefon. Das heißt, die Blut-Hirn-Schranke macht ständig auf. Ja. Ja, und ich habe dann immer Zugang oder diese Partikel haben Zugang schön ins Gehirn rein. Ja. Und zu Lösungen dazu, man kann sich zwar solche Geräte hier kaufen, nur für einen Privatmann, sage ich es mal, ist es nicht unbedingt, ja, man kann es machen, es gibt vielleicht auch wesentlich günstigere. Nur solche Geräte, die kosten halt richtig viel Geld. Ja, ja. Da gibt es dann kleinere Lösungen. Ja. Ich kann das vielleicht mal ganz kurz vorführen. Ich habe jetzt halt hier verschiedene Messbereiche. Ich habe jetzt halt hier eine Einstellung für einen Wohnraum, ja, wo praktisch das elektromagnetische Feld misst. Dann, wenn ich weitergehe, habe ich hier oben steht Wohngebiet. Ja, das heißt, im Freien kann ich im Freien Messungen machen. Und ich kann Messungen praktisch am PC machen, als Beispiel. Das heißt, in der Nähe von elektrischen Geräten kann ich schauen, okay, wie stark ist hier das Strahlungsfeld. Damit kann man jetzt keine HF-Strahlung, also keine Handystrahlung und so weiter messen, aber die normalen elektromagnetischen Felder. Ja. Das Schöne ist an diesem Gerät, es gibt es für einen schmalen Taler, ja, also wirklich sehr günstig, dieses Gerät. Liegt leicht im dreistelligen Bereich, sage ich es einfach einmal. Und wer das möchte, einfach Bescheid geben, werden wir auch nochmal einblenden. Das ist die Firma Söx und das macht unser Dimitri, verkauft diese Geräte hier. Ja.
Also wer Interesse hat, findet es dann auf der Homepage, kann man diese Geräte hier sich zulegen. Genau. Lass uns ruhig jetzt nochmal wieder, weil das ist mir jetzt ganz wichtig, weil ich möchte in der Sendung auch ganz klar herausgestellt haben, was können wir den Menschen mit auf den Weg geben? Wo können wir den Menschen die Ängste ein bisschen nehmen? Ja, ich habe es vorhin in der Ansprache gesagt, 1,3 Millionen Menschen sind schon aktuell daran erkrankt. Wir wollen natürlich, dass es erstmal deutlich weniger werden. Was kann jetzt jeder Einzelne tun? Ich meine, logisch klar, auf solche Produkte verzichten, schauen, dass keine Aluminiumstoffe drin sind. Beziehungsweise es gibt auch noch natürlich wesentlich mehr Stoffe, die wir jetzt in der Kurze der Zeit gar nicht ansprechen konnten. Also hier schon mal drauf achten, möglichst naturbelassene Produkte natürlich zu benutzen. Was kann ich darüber hinaus denn noch machen? Also was auch noch eine gute Lösung ist, sind diese NFS-Tech, unsere Carbon-Chips, die wir bei uns im Verein haben. Kann man bei uns beziehen, die Sachen, einfach anrufen oder eine E-Mail schicken. Diese Carbon-Blättchen werden hinten auf dem Akku aufgeklebt oder auf dem Handy, je nachdem. Ja. Und es passiert hier Folgendes. Man hat praktisch auf dem Strom, auf dieser HF-Strahlung, hat man ein informatives Feld drauf. Und dieses informative Feld, was da ist, mit dem kann der Körper nichts anfangen. Mhm. Strahlungsfelder hat man immer, ob das jetzt von der Erde ist oder sonst irgendwas, das ist da nicht relevant. Sondern es geht rein um den informativen Charakter. Und diesen informativen Charakter lösche ich damit aus. Das heißt, der Körper kann wieder was damit anfangen. Mhm. Er nimmt zwar diese Strahlung nach wie vor wahr, man rutscht aber nicht in diesen pathogenen Bereich rein, ja, wo der Körper extrem überreagiert, sondern man kann es zwar messen mit diesen Messgeräten. Dieses Feld ist nach wie vor da. Das verschwindet auch nicht, ja. Andere, wo ähnliche Sachen herstellen, sagt, du klebst das drauf und es ist keine Strahlung mehr da. Wenn keine Strahlung mehr da war, wird das Handy nicht mehr funktionieren. Ja. Also geht nicht. Ja? Sondern es geht rein um den informativen Gehalt. Und das kann ich wieder messen anhand von Körperwiderständen. Ja? So eine Messungen haben wir auch schon durchgeführt. Wir können es mit unserer Pulsdiagnostik messen. Ja. Wir können es, gibt es verschiedene Messgeräte. Das älteste, was in der Richtung gibt, ist die Elektroakupunktur nach Volt. Das heißt, da werden praktisch nur die einzelnen Hautwiderstandspunkte durchgemessen und dann kann ich erkennen, ob das Ganze funktioniert oder nicht funktioniert. Mhm. Messungen haben wir gemacht, es hat sehr gut funktioniert. Ja. Das ist mal ein Beispiel, wo man einfach mal gegen Elektrosmog, also diese HF-Strahlung ganz speziell, Tech-Telefone, man kann es auch natürlich auch im Sicherungskasten reinkleben, diese ganzen Sachen, oder spezielle WLAN-Stationen, was auch immer, um zumindest diesen informativen Charakter einfach mal zu löschen. Also zusehen, dass man sich natürlich den Elektrosmog deutlich weniger aussetzt als bisher. Richtig. Gilt jetzt aber natürlich hauptsächlich erstmal für diejenigen, die natürlich die Krankheit noch nicht haben. Ja? Für beide Parteien. Mhm. Okay. Ja, weil es ist ein fortschreitender Prozess. Mhm. Ja, das geht irgendwann so weit, bis die Leute gar nichts mehr realisieren. Mhm. Ja, die nehmen ihre Umgebung überhaupt nicht mehr wahr. Nicht nur, dass irgendwas nicht mehr einfällt, sondern das sind richtige Pflegefälle dann. Ja. Und wenn man schon weiß, es geht schon in diese Richtung, dann rechtzeitig natürlich dagegen wirken. Einmal, wie gesagt, alles, was mit Elektrosmog zu tun hat, so gut wie möglich gestalten das Ganze. Mhm. Ja. Man kann auch natürlich einen Baubiologen zu Rate ziehen oder sich bei uns melden. Wir haben auch einige Leute bei uns, die das Ganze anbieten und machen. Ja. Mhm. Dann natürlich, was ganz wichtiges Thema ist, um alles rauszubringen, das Thema Wasser. Reinstwasser, nicht irgendein Wasser, Reinstwasser. Geben wir auch natürlich Infos dazu bei uns im Verein. Mhm. Und dann das Wasser reicht in diesem Falle nicht aus, weil mit diesem Wasser kriege ich alle Gifte, die im Körper drin sind und Einlagerungen, bringe ich in Lösung. Dann kann ich noch eins oben drauf setzen, und zwar ein spezielles Himalaya-Salz, wo ich eine Sohle anlege, wo diese Inhaltsstoffe im Körper oder das, was eingelagert ist, noch stärker aufgebrochen wird. Mhm. Damit muss ich aber langsam beginnen, weil sonst habe ich praktisch eine Reaktion, eine zu starke Entgiftung. Da können halt die Organe ziemlich auf Notstrom laufen, weil die Schlackenflut zu stark ist. Mhm. Und da muss ich jetzt zum Beispiel wieder hergehen, mit verschiedenen Algen zu arbeiten. Und da haben wir auch wieder jemanden bei uns, der testet das genau aus, welche genaue Zusammenstellung man braucht. Mhm. Weil es reicht nicht aus, nur ein Zellulit zu nehmen. Ja? Wird zwar immer so propagiert, reicht oft nicht. Das heißt, man braucht verschiedene Kombinationen von Bausteinen, um je nachdem, welches Problem da ist, genau das Richtige für diejenigen auszusuchen. Mhm. Darum hat man ja immer so diese Thematik, wenn es um Nahrungsergänzung geht. Ja? Der eine sagt, super, es hat mir viel gebracht. Und der andere sagt, ja, ich habe das Gleiche genommen wie du, mir hat es gar nichts gebracht. Ja. Ja?
Das heißt immer, jeder Mensch ist anders gestrickt, jeder braucht was anderes. Ja? Und daher muss man das speziell aufeinander abstimmen. Also eine vernünftige Schwermetallausleitung machen. Richtig. Mhm. Und das hat nicht nur ein paar Wochen, sondern Minimum ein halbes Jahr. Teilweise, wenn die Leute so belastet sind, dauert es noch länger, bis das alles wieder draußen ist. Mhm. Ja? Also sich auch jemanden durchaus Hilfe suchen, der sich damit auskennt. Du hast schon jemanden angesprochen, zum Beispiel mal eine Dunkelfeldanalyse vom Blut machen lassen, schauen, was es da ist und dann über einen längeren Zeitraum natürlich begleitend gucken, wie verändern sich die Geschichten. Weil ich möchte natürlich den Menschen, die an der Krankheit leiden, natürlich auch ein Stück weit ein bisschen Hoffnung geben, aber vor allem natürlich auch immer den Familien, die natürlich da auch massiv drunter zu leiden haben. Weil es muss eine andere Möglichkeit geben, als damit zu leben. Ja, wir können dagegen was machen, also Wasser, Schwermetallausleitung, schauen, welche Produkte nehme ich überhaupt zu mir, genau, ist das die, da wieder mit drin, ja, also das massiv zum Beispiel vermeiden. Was machen die meisten älteren Leute? Die haben eine 0 auf 15 Zahnpasta, wo die ganze Palette drin ist, haben ein schönes Jodsalz, mit Fluoriden, mit sonstigem Mist, was eigentlich da nicht reinkört. Mhm. Und dann macht die ganze Palette, ja, nimmt die Gewürze mit dazu, dann tut man natürlich viel Schweinefleisch konsumieren. Mhm. Ja. Und das sind wie diese Eiweiße. Ja. Und Schweinefleisch alleine wirkt im Körper oder ist im Körper 4 Wochen lang toxisch nachweisbar. Genau. Das ist auch eine toxische Belastung, weil der Körper Schweinefleisch nicht richtig verdauen kann oder nicht richtig verstoffwechseln. Das ist wie Sondermüll für den Körper, um das überhaupt hinzukriegen. Ja. Ich nenne es halt einfach Genussgifte. Man kann und sollte es aber besser meiden. Ja? Mhm. Das muss jeder für sich selber verantworten. Mhm. Manche sagen, ohne Schweinebraten kann ich nicht leben, gibt es natürlich auch. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Ja, jedes seines Glückes eigener Schmied. Klar, wenn ich halt mein ganzes Leben lang falsche Dinge konsumiere, habe ich irgendwann im Alter irgendwelche Spätfolgen. Mhm. Da komme ich nicht aus. Ja? Mhm. Man kann es natürlich nochmal hergehen, weil wir vorhin stehen geblieben sind, bei der Entgiftungsgeschichte. Oft kann ich feststellen, dass die Menschen, die ich untersuche, einen richtigen Lymphstau haben. Das heißt, die ganze Lymphe ist extrem belastet. Des Weiteren kann man dann nochmal die Entgiftung richtig anregen, ja, wenn das Blut schön dünnflüssig ist. Mhm. Dann nochmal mit unserer Vibrationsplatte, ja, wo die ganze Mikrozirkulation im Blut nochmal richtig stark anregen kann. Und da ist sogar so, dass man innerhalb kürzester Zeit aus dem Gewebe, was übersäuert ist, durch Muskelkater zum Beispiel, kann man innerhalb von ein paar Minuten diesen Milchsäurespiegel komplett senken, weil durch diese Implosionskräfte, was im Blut angeregt werden diese Einlagerungen in die Blutumlaufbahn gezogen. Ja? Ja. Und wenn ich da verschiedene Kombinationen hier mit reinnehme, mit den richtigen Präparaten und so weiter, habe ich eine Riesenmöglichkeit, den Körper wieder zu regenerieren. Ja? Das geht nicht von heute auf morgen. Man braucht ein bisschen Zeit, man braucht Geduld dafür, weil der Verlauf von so einer Krankheit ist relativ langsam. Ja. Ja? Und genauso langsam kann ich es wieder rückgängig machen. Das heißt, weil bis ich ans Gehirn komme, ja, dass da der ganze Rücktransport stattfindet. Der Körper an für sich zum Entgiften ist nicht so die Schwierigkeit. Ja. Sondern der Körper muss dann schon extrem rein sein, dass ich aus dem Gehirn das Ganze auch noch einmal ziehen kann. Ja? Das ist nochmal ein bisschen andere Liga. Ja? Aber du sprichst es ja selber an, also was kann man tun? Dünnes Blut, ja, wenn möglichst natürlich mit natürlichen Verdünnungsmitteln, keine chemischen. Keine Beta-Blocker. Ja, genau. Lymphsystem natürlich wieder anschieben, richtig, ordentlich. Richtig. Ja, zunehmend kann man natürlich auch mit Vitaminen arbeiten, heißt Immunsystem natürlich mit aufbauen. All das macht ja Mut. Ja. Ja, und das ist ja auch, das wäre mir jetzt auch so wichtig. Vielleicht können wir da einfach auch nochmal, möchtest du einfach noch ein paar Sachen oder ein paar Sätze einfach nochmal dazu sagen und den Leuten Mut zu machen, wie du jetzt an die Sache rangehen würdest, wenn du es jetzt, sagen wir mal, behandeln müsstest, ja, oder in irgendeiner Art und Weise, du hättest jetzt da jemanden, was kann man effektiv tun, außer was wir jetzt noch besprochen haben? Gibt es überhaupt noch Therapieformen, sage ich mal, die Heilung versprechen, Linderung versprechen? Ist da was bekannt? Meines Wissens, also ich kenne jetzt halt niemanden, der ganz speziell eine Alzheimer-Therapie anbietet. Mhm. Also zumindest habe ich noch nicht davon gehört. Wenn man vielleicht genügend in die Tiefe gräbt, wird man vielleicht jemanden finden. Mhm. Grundsätzlich sage ich immer, Eigenverantwortung übernehmen und sich nicht mit solchen Dingen einfach abfinden. Mhm. Ja? Und man sollte nicht einfach nur, weil der Onkel Doktor sagt, ja, du hast jetzt Alzheimer, jetzt musst du damit leben. Mhm. Das ist Blödsinn. Ja? Sondern man sollte sich rechtzeitig schon mal Gedanken machen. Rechtzeitig
Weil wenn ich gesund bin, ist es relativ einfach, meinen Gesundheitszustand zu erhalten. Ja. Rutsche ich mal eine Krankheit ab, ist es umso schwieriger, das wieder zurückzuholen, die Gesundheit. Ja? Daher, gleich wenn man gesund ist, okay, wir wissen jetzt, es ist überall was drinnen, es wird Werbung dafür gemacht, wir bekommen es sowieso. So, jetzt wissen wir, was wir zu vermeiden haben, dass wir es sowieso nicht bekommen. Ja. Ja? Und dann ist es eigentlich schon vom Tisch, das Ganze. Das heißt, also praktisch vorher schon darüber sich Gedanken machen, was nämlich für Vitaminpräparate und so weiter. Und dann können wir also, den Leuten auch Hilfestellung geben, oder du speziell, du hast dich ja sehr intensiv mit dem Thema inzwischen beschäftigt. Da kann man richtig was machen. Hm. Plus sauberes Wasser, was wir von vornherein sagen, ist immer die absolute Grundlage davon. Und dass man die ganzen Schadstoffe, die man vielleicht eh nicht unbedingt alle vermeiden kann, aber wieder einfach ausspülen. Ja? Und ansonsten, ganz klar, wir suchen für eine Studie noch ein paar Leute, die das haben, um einfach einmal bei uns im Verein, bei Lebenskraft Wasser e.V., eine kleine Studie anzulegen, wie ist denn dieser Verlauf, wenn man jemanden, der Alzheimer hat, das Ganze wieder umkehrt. Hm. Dazu ist halt wichtig, dass die Person bei uns im Umkreis ist, also irgendwo im Chiemgau auf jeden Fall, ja. Weil man muss halt regelmäßig daran bleiben an sowas, weil das geht nicht von heute auf morgen. Also wenn jemand da Interesse hat, kann sich gerne melden. Wir können leider nicht alle aufnehmen, sondern nur ein, zwei Personen, weil wir die Kapazitäten dafür nicht haben. Mhm. Weil sonst müsstest du da eine komplette Klinik eröffnen, wo die Leute betreuen kannst, ja. Und so weiter. Das können wir alles nicht vom Arbeitsaufwand nicht bewältigen. Ja, das macht ja, wie gesagt, das ist mir ganz wichtig, das macht ja eben Mut. Ja, und eben sich nicht mit solchen Sachen abfinden zu müssen. Und gerade, wie gesagt, Thema Alzheimer ist wirklich eine furchtbare Krankheit, weil nach meiner Auffassung das Wichtigste zerstört wird. Das sind die Erinnerungen in unser Leben. Ja. Ja, was haben wir am Ende denn noch, wenn man mal ganz genau betrachtet? Ja, es sind die Erinnerungen, die die ganze Sache natürlich dementsprechend überhaupt der Sache mal eine Qualität am Ende des Lebens geben. Und ohne diese Qualität, weiß nicht, ob das überhaupt dann Sinn macht. Ja. Mhm. Und da ist es schon wichtig, dass man was dagegen machen kann. Liebe Zuschauer, auch für Sie, wenn Sie betroffen sind, der Herr Glöckner hat es schon angesprochen, dann rufen Sie uns einfach an. Wir werden sicherlich auch noch ein Auswahlverfahren machen. Für alle diejenigen, die natürlich nicht betroffen sind oder in der Familie eines Betroffenen sind, machen Sie sich schlau über alternative Methoden. Wir haben jetzt in der Kürze der Zeit ein paar ansprechen können, das richtige Wasser, die richtigen Nährstoffe zu sich zu nehmen. Da gibt es aber noch eine ganze Reihe mehr, und es gibt da auch natürlich noch Stoffe, die wir jetzt hier noch gar nicht besprochen haben. Machen Sie sich da einfach schlau, wenn Sie Hilfe brauchen. Sie können uns auch natürlich dazu anrufen. Ich bedanke mich natürlich für Ihr Interesse und wünsche wie immer eine schöne Zeit und bis zum nächsten Gespräch. Auf Wiedersehen.